Kannst du mich auch einfach bei TS muten? Zu spät. Ach, wann ich aufhören soll zu reden. Ja, sollte es eigentlich schon längst, aber egal. Hallöchen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, hoffe ich, in Anführungszeichen. Wir spielen Fishing Planet. Mit wir meine ich mich und den lieben Corvus Motui. Hallöchen. Du bist ein alten Schleimer, weißt du das? Dach. So, und ja, ich würde sagen, ich gehe auch schon mal direkt ins Spiel rein. Ach ja, ich wollte ja Musik anmachen, sorry, einmal kurz. So, für meine Zuschauer noch mal eine kleine Erklärung. Der liebe Sean, der nimmt auf. Deswegen auch die große Begrüßung am Anfang. Ja, ich lade das ja hinterher noch mal auf YouTube hoch, weißt du. Ja, und, bevor sich jetzt die Leute wundern. Am Anfang soll ja die Begrüßung sein und so. Ich habe da erst Probleme gehabt anfangs, habe dann nicht realisiert, dass Twitch erst so circa 10 Sekunden später anfängt aufzunehmen. Bevor, also wenn man gestartet hat. Ein bisschen ja, komisch. Richtig. Ja, ist ja so. Ich hatte mir jetzt auch überlegt, ich sollte vielleicht meinen alten YouTube-Kanal mal leer fegen, ne, und dann mal Videos dann dafür doch hochladen. Ja, wieso leer fegen? Ich habe gesehen, du hast da doch durchaus einige Aufrufe. Ja, aber die sind gar nicht mal so gut, die damaligen Let's Plays. Ja, das ist ja auch immer alles so ein bisschen, das liegt im Auge des Betrachters. Vielleicht mag ja der ein oder andere Zuschauer, der momentan zuguckt, mal reinschauen und dir da so einen Kommentar dalassen. Brauche ich nicht, bin ich ehrlich. Also ich habe mich dazu eigentlich schon entschlossen, den Kanal komplett leer zu fegen. Kannst ja auch machen, kannst ja auch machen, ne? Warum nicht? Hauptsache, du, ja, Hauptsache die Leute können überhaupt mal deine alten Streams auch mal wieder anschauen. Ja, richtig. So, ich bin und übrigens dann auch, hätte ich sogar auch noch, ja. Dann hätte ich sogar auch noch was ich dann über Nacht laufen lassen kann. Ja, so wie ich. Ja, richtig, so wie du. Also der Gedanke hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Nicht wahr? Fand ich auch, ist eine gute Idee. Habe ich schon 3-4 Follower mitgesammelt, also. Ja, das ist fantastisch. Nee, ist ja auch schön, wenn man auch nachts was anbieten kann, wenn man eigentlich schon weg am Ratzen ist und am Pennen und man lässt trotzdem was laufen, wo die Leute mal reinschauen können. Richtig. Anbieten kann man es ja. Zwingt ja keiner zu gucken, ne? Ich schreib's ja auch mal schön in die Beschreibung mit rein, dass das nur eine Aufnahme ist. Von daher. Ja, das ist grundlegend, ansonsten wird der Chat ja geflutet und du denkst ja einfach nur, Alter, was ist denn da verkehrt? Eben, eben. So, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier mit der Schnurtiefe nicht, weil mein Schwimmer so auf der Seite lag. Das ist, das stimmt was nicht. Eben kurz ich einen Angel einholen. Diesmal habe ich echt an alles gedacht vorher. Wirklich hier Angeln und so mit F11 und richtiger Angelplatz und alles. Und dann liegt mir dieser dämliche Schwimmer auf der Seite. Also. Arsch. Guck mal, ja, ich hab da was von rausgezogen. Der ist mir zu klein. 1,9 Kilo. Den schicke ich dir dann wieder rüber, ne? Ja, bitte, den hätte ich sehr gerne. So, der Chat ist übrigens bei mir auch offen. Wenn ihr was zu sagen habt, schießt los. Das war Werbung. Wieso Werbung? Nee, bei mir. Musik. Kam erst Werbung vor, weißt du? Na so. Und ich bin selber kein Werbungsfan. Gar nicht. Nee, ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Absolut nicht. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, sollten wir jemals in den Genuss kommen, tatsächlich über YouTube Geld zu verdienen, dann ist das ja auch über Werbung. Also ja, muss man, klar, aber das stört mich ja nicht. Ich muss die Werbung dann ja nicht gucken. Ja, und jeder kann sich ja auch so einen Adblocker genehmigen. Richtig. Und installieren, also von daher. Ja, heutzutage eh schon Grundausrüstung fürs Internet. Eigentlich schon, ne? Aber viele haben es trotzdem nicht. Finde ich interessant. Aber da würden mir so viele Pop-Ups so dermaßen auf den Sack gehen. Ich hätte gar keinen Bock, ins Internet zu gehen, wenn ich den nicht aktiviert hätte. Richtig. Ah, wieder zu spät reagiert. Bei mir beißt sich mal was. Aus. Hast die richtige Uhrzeit? Ja, ja, 10 Uhr. So, da habe ich auch dran gedacht. Was hast du denn da drüben für ein Wetter? Sieht bewölkt aus. Es wird hier auch oben links angezeigt, was es für ein Wetter ist. Ja, es ist eine Wolke, also gehe ich von bewölkt aus. Ja, das könnte durchaus richtig sein. Kleiner Schnittköder, Angel ausgeschmissen und genau, also richtige Länge und alles und weiß nichts. Ja, hast richtig erkannt, Freeway, der Sean ist dabei. Aloha. Petri Heil, wie man so schön sagt. Richtig, richtig.
ich richtig. Wohl müssen sie ja eher zu uns sagen, ne? Als wir zu ihnen, es sei denn, die spielen auch gerade, lieben Zuschauer. Kommt ja auch schon vor. Theoretisch schon. Bei uns Profi, also man begrüßt ja erst die Profi-Angler, ne? Richtig. Also uns. Ja, klar, weil ich so professionell bin. Richtig, also wir sind hier die Überangler. Deshalb dümpeln wir noch am Anfangsgebiet rum. Ja, ich weiß auch nicht, wie weit soll man denn hier leveln? Also bitte. Ja, also man verdient hier ja so wie nichts. Das ist ja, hier musst du ja Monate durchsuchten, wenn du alles freigeschaltet haben willst. Klar, das ist ja auch der Sinn des Spiels. Und Geld ausgeben, ganz wichtig. Na, echt Geld am besten. Ja, ja, natürlich, wenn du halt die richtigen Sachen haben möchtest, um von Level 1 im Prinzip schon die Dicken rausziehen zu können, kommst du an DLCs nicht vorbei. Na, ist aber auch langweilig. Oder man ist etwa, oder man ist so bekloppt wie wir und setzt sich einfach dahin und was? Der Köder wurde zu weit gezogen, der hat sich keinen Millimeter bewegt. Ja, ist Alpha, nicht vergessen. Frag mich auch, was da den Köder geklaut hat. Wasserflo? Und tschüss. Von Mikroben abgefressen, weißt du? Piranhas wahrscheinlich. In einem Schnapp weg. Ja, aber den Haken nicht. Ja, doch, direkt dabei. Klar, direkt mitgefressen. Den Haken direkt wupp weg. Das macht Spaß beim Stuhlgang dann. Kann dir ja egal sein. Ja, richtig. Ich stelle es mir trotzdem interessant vor. Es beißt nix. Warum beißt nix? Weiß ich nicht. Ich werfe die Angel einfach nochmal neu aus hier. Vielleicht sollte es mal ins Wasser pupen, dann kommen die ja freiwillig schon nach oben. Ach, wenn das mal so einfach wäre. Wäre. Das tut stimmt. Hol die Angel raus, Junge. Warum packst du die weg? Wir sind hier noch nicht fertig. Ja, weil das kann. Hä? Jetzt lag der Schwimmer irgendwie im Wasser. Meine Angel war aber weggesteckt. Ja, ja, das hatte ich auch schon. Das ist halt total bugfrei, das Spiel. Absolut. Schön. Es macht sogar schon leicht The Forest-Konkurrenz mit der Bugfreiheit. Na, ich ist glaub, ja wirklich eine Bugfreiheit, ne? Muss man ja so sagen. Ja, man total. Man findet alle Bugs. Alle Käfer hier, alle. Ja, richtig. So. Nee, ich glaube. Moritz schreibt gerade, Sprengstoff ist leider nur den Premium-Nutzern vorbehalten. Ja, schön wäre es, wenn es als Premium-Nutzer tatsächlich Sprengstoff gäbe. Da wäre hier mal ein bisschen Action. Ja. Call of Duty Fishing. Call of Fish. Call of Fishing. Call of Fishing. Bin ich gut. Ist eigentlich ein Angelspiel, die auch wirklich Sprengstoff dabei haben in der Ausrüstung? Ich weiß es gar nicht. So abwegig fände ich das gar nicht. Du bist meins. Boah, Schnarch. Ich höre schon die Grillen zirpen. Ach, du spielst auch den Wartesimulator 2016? Wer, ich? Ja. Ja, natürlich. Meinst du, was ich hier mache? Das war so als Witz gedacht, weißt du, so. Ja. Naja. Okay. Ich, weißt du doch, ich gehe in den Keller, um zu lachen. Du hast einen Keller? Ja. Hier nicht. Das kannst du mal sehen. Wir zahlen nur noch weniger Miete. Wir haben sogar Handwerker, die vorbeikommen, wenn irgendwas ist. Ja, das haben wir auch. Wir haben sogar einen Hausmeister. Wow. Na, das haben wir nicht direkt. Bei uns wird selbst das Treppenhaus geputzt. Das haben wir auch. Nur das Einzige, was wir machen müssen selber, ist die Mülltonnen rausstellen. Das müssen wir auch nicht. Also müssen wir theoretisch auch nicht. Das macht der Nachbarsjunge, um sich dann halt ein bisschen Geld daneben her zu verdienen. Aber theoretisch müssten wir das.
Alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Es beißt nix. Dann hol einen, schmeiß nochmal raus. Hab ich schon. Zweimal. Ach du Scheiße. Und nu? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, dann müssen wir nachher mit unseren Würmern wieder spielen, ne? Ich nehme mal einen anderen. Nicht? Ich nehme mal einen anderen Köter. Ja, können wir auch machen. Können wir auch machen. Ich dachte nur, Angeln, das, ja, das, wie soll ich sagen, spricht ein anderes Publikum als Minecraft. Deswegen. Ja, das will ich ja mal schwer hoffen. Könnte man hier den einen oder anderen Zuschauer haben, der auch gerne reinschaut und sich eben nicht Gronkh geben möchte. Ja. Und Slither ist ja schon eher so ein Fun-Spiel, wo auch Leute, die Minecraft gucken, einschalten würden. Deswegen, ja, das ist richtig. Dachte ich, bleiben wir ein bisschen bei Fishing Planet. So wie ich das bisher mitgekriegt hatte, war bei Slither.io. Auch immer ausgesprochen wird richtig. Ist auch scheißegal. Wesentlich jüngeres Publikum. Echt? Also wirklich, ja, wesentlich jünger. Weiß ich gar nicht. Also so wie man sich da schon allein im Chat verhalten hat und sowas, das Publikum war schon definitiv. Ja, ja, wir riechen hart nach Magie, haben wir uns sagen lassen. Ja, also erst roch ich nur nach Magie und dann hast du nach Magie gerochen. Ja, schön. Und dann war er weg. Vor allen Dingen, woher weiß er das? Ich weiß es nicht. Ist das nicht eigentlich, ist doch eigentlich mehr oder weniger ein Eigentor, oder? Ich habe das gestern meiner Freundin auch noch erzählt, ne? Die kam nur da mit dem Spruch, Magie riecht doch eigentlich nicht schlecht. Wohl wahr. Also, ja, was heißt, ich esse gerne Magie? Das ist ja auch schon falsch. Also, Beispiel auf dem Zwiebelbrot, ne? Also schön normales Brot, ne, mit Butter, ne, und Zwiebeln drauf, da gehört Magie auch drauf. Oh, weiß ich nicht. Ich benutze so selten Maggi, dass ich es nie im Haus habe. Von daher benutze ich es noch seltener. Also wir haben auch kein Maggi im Haus. Aber wenn du mal essen gehst oder sowas, ne, eine Suppe als Vorspeise kriegst, natürlich kommt da auch Maggi rein, weil die... Naja, ich esse eh meistens ziemlich überwürzt. Ja, tue ich auch. Wussa! Absolut ungesund essen war, ne? Ja, so schmeckt's am besten. Nee, man muss auch sagen, ungesundes Essen ist einfach billiger. Ist einfach so. Schmeckt teilweise sogar besser. Ja, aber wenn mir da was anderes erzählen will, nein. Das glaube ich nicht. Na, da müsste man echt schon auf wirklich also auf Schnäppchen aus sein. Wirklich so Bauernmarkt oder was weiß ich nicht was. Aber nicht jeder hat auch ein Auto und nicht jeder hat Lust, 5 verschiedene Läden anzupeilen, um mal ein paar Euro zu sparen. Richtig. Und das Geld, was man spart, verfährt man dann eh. Auch wieder. Ja, Benzin, ja, das stimmt, oder auch Diesel wieder. Oder sowas. Ich habe gerade übrigens einen Kanalwels mit 3,3 Kilo, 62 Zentimeter und 39 XP rausgezogen. Ja, schön. Ich ziehe gar nichts raus. Ja, läuft. Ihr weißt nix. Ich habe jetzt mal auf Dosenfutter gewechselt. In der Hoffnung, dass sich da was tut. Aber ich bin doch am richtigen Angelspot, ne? Ja. Was weiß ich, ja, wo du ja, stehst. Ja, ich bin richtig. Ich habe übrigens schon wieder den Slenderman hier. Okay. Ja, hier fühle ich mich immer leicht beobachtet. Weil von einem Baum fehlt von diesem Spot aus die Textur. Es sieht einfach nur so aus, als ob da so eine lange, schlanke Person drin steht. Mit absolut verzogenem Gesicht. Ganz links im Bild übrigens versehen, wenn es jemand... Nee, der fragt sich halt, wer seinen Namen geklaut hat in Ark, ne? Ja, da kann ich ja nichts für. Ja, klar, den Namen hast du ja ausgewählt. Der wurde mir gegeben. Mhm. Genau wie Ekmandir gegeben worden ist. Ja, nein, den habe ich mir schon selbst ausgedacht. Stimmt, der hat einfach wie Arsch auf Eimer gepasst. Aber warum, verrate ich jetzt immer noch nicht. Das kann man alles nachgucken. Das ist richtig. Wobei, ich weiß gar nicht, die erste Folge Ark habe ich, glaube ich, nicht auf dem YouTube-Kanal, nur die zweite. Ja, da war auch ganz viel Geegge dabei. Ja, die Running Gags waren trotzdem dabei, also man kann es sich dann schon denken. Richtig. Also ich will's hoffen, ne? So, hier beißt absolut gar nichts. Ja, läuft. Total. Ich will schon fast mal überlegen. Rückwärts, ne, aber es läuft. Ja, will schon fast mal überlegen, ob die Uhrzeit vielleicht nicht passt, weil normalerweise angel ich die da ja mal raus, wenn es sonnig ist.
Ich habe totale Schwierigkeiten, wenn es sonnig ist. Ich nicht. Mir läuft es dann besser. Merkwürdig. Sollen wir den Computer wechseln? Ich habe Sonne hier bei mir. Nö, nö. Nö, ich mag meinen Computer. Wie heißt er denn? Der hat keinen Namen. Der hat einfach zu arbeiten. Also Knecht. Ach so. Knecht wahrscheinlich. Es ist gut. Ja, ich weiß, dass der schon einen anderen Spot hat, weil er kommt von meinem Spot nicht auf die Auswurfsweite. Deshalb angelt er im Prinzip diagonal mir gegenüber. Jo. Im Prinzip eigentlich angel ich im selben Gebiet. Also an derselben Stelle circa. Ja, richtig. Also da, wo der Köder sitzt, ist ungefähr die gleiche Stelle. Kann ja mal rüber gucken. Da hinten sind die Kanus. Da hinten ist Mauer. Und naja, seht ihr ja selber. Mauer. Richtig. Die Mauer muss weg. So. Der Bauer muss weg? Ja, der Bauer auch. Ach ja, ach ja. Irgendwie, es beißt nix. Nix, gar nix. Ich hab dir doch gerade erstmal hier ein unter 2 Kilo wieder reingeschmissen. Was ach. Mit dem? Der ist Richtung Freiheit geschwommen. Ab ins offene Meer oder so. Ich hab keine Ahnung. Doch langweilig, da kennst du keinen. Ich spule mal eine Stunde vor. Das war keine Stunde, das waren 4 Minuten. So. Mist. So, den Schnittköter wieder drauf. Den Schnittköter? Ja, den auch. Lecker, lecker. Komm raus da. So. Nächster Versuch. Na. Alle, ja. Ach ja! Mist, jetzt bin ich. Ist das heute schön? Bin ich nur auf 25 Meter raus, egal, ich hoffe es reicht. Wieso? Was los? Ja, nix, ich hab gute Laune, Entschuldigung, kommt nicht mehr vor. Tja! Was fällt dir ein? Ja. Entschuldigung, dass ich dich da nicht vorher gefragt habe. Wie war das? Wenn der Krümel spricht, haben die Krümel zu. Nein, wenn der Kuchen spricht. Eigentor! Einfach. Ich bin auch der König des Fettnäpfchentreters, also. Ja, ich auch, aber ich trete in keine Fettnäpfchen mehr, ich trete direkt in eine Fritteuse. Ja. Also wenn es irgendwo was gibt, wo ich reintreten kann, dann treffe ich's. Grundsätzlich. Und dann fange ich an, mich um Kopf und Kragen zu reden. Ah, warum kannst du nicht nebenan wohnen? Das wäre viel angenehmer, dann könntest du mir nämlich jetzt mal eben ein neues Feuerzeug geben. Tja. Kannst ja auch hier hinziehen. Also ich glaube, die Stadt ist die einzige, wo ich freiwillig nie hinziehen würde. Bin ich ehrlich. Naja, ich lebe hier ja schon mein Leben lang, also bin ich nicht anders gewöhnt. Das kann passieren. Aber ich glaube, die Stadt, die wäre mir doch schon ein bisschen zu groß. Doch, geht, das ist überschaubar. Ja, aber jetzt im Vergleich zu meiner Stadt hier, ne? Meine, deine ist ja circa dann 10-fach so groß. Ja. Wenn man es gewöhnt ist. Dann passt das schon. So. Ja, das definitiv. Allein, wo ich hier damals hingezogen bin, meine Gedankengänge waren auch vorher, als ich die Stadt hier das erste Mal gesehen habe. Da muss ich wirklich sagen, da war ich. Ah, wie alt war ich da? 21, 22 so. Da war ich das erste Mal hier wirklich in einer. Ja, man kann es ja sagen, in der Bottropper Innenstadt. Und haben mir auch gedacht, nee. Boah, ist das hässlich, die hier ziehst du nicht hin. Und jetzt wohne ich hier. So schnell kann es gehen. Sind ja auch oft äußere Umstände, die einen dazu zwingen. Ja, die äußeren, die Umstände, ja, war meine Freundin. Mehr nicht. Dann war es ja wenigstens ein guter Grund. Ja, sicher. Habe ich auch nicht abgestritten. Also ich habe mich ja mittlerweile auch schon hier dran gewöhnt an die Stadt. Ist ja auch angenehm. Alter, es beißt ja, nichts. Dann komm zu mir. Wo ist denn zu dir, Freeway?
Das Anschlagen war zu früh. Ja, da hat sich gar nichts bewegt. Das kenne ich. Ich drehe mich jetzt hier mal ein bisschen im Kreis. Hui! So. Alle. Jetzt ist allen schlecht. Jetzt beiß doch mal. Beißen. Nein. Kommt alle zu mir. Beißt bei mir. Habe ich letztens noch richtig fette Trophäen rausgezogen? 4-5 Kilo Viecher, aber jetzt? Nix. Das kann jeder behaupten, ja, ja. Weißt du doch. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich es weiß, aber es. Man muss ja auch nicht alles glauben, was wahr ist. Schnarch. Schnarch? Also die Sache ist ja die, ich habe bis jetzt noch nicht einen Fisch rausgezogen. Nicht einen. Da setzt so langsam aber sicher die Kontenance aus. Was? Ich schieb Frust hier. Sitzt da. Ich schieb Frust, ich kann's ja klar sagen. Nicht Deutsch mit mir, du Sack, ne? Aus Unna kommst du. Unna ist nicht weit weg. Ey, das ist richtig. Ist bei dir eher in der Nähe. In der Nähe von Unna wohnen meine Eltern. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch auf Anhieb keine Stadt, wo ich lieber wohnen wollen würde. Lustigerweise, ich würde mich, glaube ich, in England oder sowas, also jetzt mal länderbezogen, relativ wohlfühlen. Auch Holland wäre auch ein schönes Land, wirklich. England wäre ich dabei. Da habe ich ja Familie. Ja, siehste. Als halber Engländer. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Wäre auf jeden Fall interessant. Werd einfach auch Au-pair. Und geh dahin. Frankreich könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Nee. Nee, danke. Doch. Nein. Da bin ich raus. Ich kann die Sprache einfach nicht ab. Ja, brauchst du ja auch nicht. Ist nicht so mein Fall, wirklich nicht. Also ich finde die Sprache auch nicht sonderlich toll. Ach, verdammt. Wenn man auch ehrlich ist, ist selbst Englisch auch nicht so eine hübsche Sprache, ne? Boah, ist... Ja. Es gibt hübschere Sprachen, die mehr an Gesang erinnern oder sowas, aber... Naja, Englisch, naja. Ich stehe total auf Englisch. Ja, Englisch ist unumgänglich heutzutage. Ja, aber ich finde, man kann auch im Englischen Dinge mit wesentlich direkter sagen. Und also mit weniger Wörtern. Und ja, das ist wahr. Auch wesentlich mehr Emotionen reinbringen irgendwie. Und du kannst dich da auch weniger, wie zum Beispiel wie im Deutschen es so ist, dich mit den Wörtern vertun. Nein, du kannst dich doppelt so. Nein, du kannst dich doppelt so viel damit vertun und die Aussprache auch noch fällt. Ja klar! Deshalb finde ich sie ja so geil. Du lachst dich teilweise kaputt, wenn Leute sich versprechen. Also richtig kaputt. Da hätte ich sogar kein Beispiel für hin. Also mit der deutschen Sprache ist das für mich ja schon mal klar. Wir haben ja für viele Sachen denselben Begriff. So meinte ich das ja eben. Und im Englischen ist das irgendwie seltener als im Deutschen. Ich hab einen Biss. Die englische Sprache hat laut Wörterbuch deutlich weniger, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es sind deutlich weniger Wörter als die deutsche Sprache. Ja, das ist wahr. Die deutsche Sprache ist irrsinnig komplex strukturiert. Zählt ja auch zu mit unter den schwierigsten Sprachen weltweit. Pip, was bist du? Ein Kanalwels. Den kriegst du nicht, der wiegt fast genau 3 Kilo. Ja, oh, ich könnte hier einen Handstand machen und einen Rad schlagen und es wird noch keiner anbeißen. Aber das möchte ich gerne sehen. Das möchte ich auch gerne sehen. Ich glaube, wenn es mal richtig läuft, das wird dann so ein Special von uns, wie wir beide einen Rad schlagen und einen Handstand machen. Also dann brauche ich schon die 500 Follower. Follower, regelmäßigen Zuschauer. Ja, klar, also darunter würde ich mich auch nicht so zum Affen machen. Ah, damit man wirklich Twitch-Partner werden kann
und endlich in besserer Qualität streamen kann. Das stimmt. Aber erstmal gucken, wie es hier weitergeht. Wir sagen ja immer so toll, ja, oh, hier, ah, oh, I, OBS und so und unsere Einstellungen oder ah, oh, I, eure Bambusleitung. Aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, es hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass man bei Twitch einfach nichts verändern kann, was die Qualität angeht. Ja. Das heißt, ihr könnt da überhaupt nicht selbst entscheiden, ob ihr jetzt in Low, Medium, High oder auf Grundqualität gucken wollt. Das entscheidet Twitch ja. Und dementsprechend hat man da natürlich auch eine etwas schlechtere Streaming-Qualität, wenn man noch kein Twitch-Partner ist. Ist ärgerlich, besonders wenn man neu anfängt und was bieten möchte. Eben. Aber das sind die Richtlinien, damit muss man sich abfinden, wenn man es machen möchte. Ist richtig. Und die Chancen sind für alle gleich, muss man auch sagen. Ah, weiß ich nicht. Wenn du erstmal eine bestimmte Größe erreicht hast, dann... Ja, zu Anfang an waren alle Chancen gleich verteilt. Ja, aber es hat denn jeder zur selben Zeit angefangen? Nein, nein, klar. So, da bin ich wieder im Spiel, herrlich. Ich musste einmal das Spiel über den Taskmanager. Bei mir beißt absolut immer noch nichts. Ja, das ist natürlich blöd. Yo, Korpus, was dagegen, wenn meine Freundin noch hinzustößt? Absolut. Nein, natürlich nicht, kann sie doch machen. Alles klar, ja. Besser fragen, ne? Ja, 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 ja. So, jetzt wieder hier im Hintergrund 1000 Sachen gleichzeitig machen. Ihr habt so lange noch ein... Ja, es sieht aus wie ein Standbild, aber man sieht ja, es ist kein Standbild. Das Wasser bewegt sich ja noch hier. Also bei mir wandert schon der Schwimmer hier rüber. Der ist schon auf halbem Weg wieder hier bei mir. Das ist nicht normal. Hier beißt nix. Nix. Nada. Niet. Niente. Niente. Nothing. Genau. Hey, das nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Huch, jetzt hab ich auch so sehr einen Screenshot Musik gemacht. Anmachen. Ja, ich muss schnell Musik machen, weil sonst müssen wir singen und das möchte ich nicht. Das will, glaube ich, keiner. Oder genau das wollen die Leute, man weiß es nicht. Man kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Ja, ich würde es ja machen, wenn ich wüsste, dass da auch definitiv Leute dann sagen, voll witzig oder so. Aber man weiß es ja nie im Vorfeld, ne? Also es wäre definitiv witzig, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ja, wahrscheinlich. Aber ob wir so eine PR haben wollen, das weiß ich nicht. Vielleicht machen wir es ja irgendwann mal als Special, wer weiß. Ja, richtig. Aber irgendwie gefällt mir der Handstand dann doch schon besser. Ja, das mit dem Handstand, das, wenn ich nicht arg abnehmen werde, dann wird das wohl eher nix. Stimmt. Ein Purzelbaum kann ich machen. Purzelbaum, ja genau, wir machen dann Wettpurzelbäume. Ich glaube, nach 3 Stück fangen wir schon an zu kotzen, weil uns nur noch schwindelig ist. Ja, wahrscheinlich. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ja, wie lang streamen wir jetzt? Hier, halbe Stunde oder ich jetzt? Es hat nix gebissen. Nix. Dann solltest du mal zurückbeißen. Was soll ich nochmal? Alter, ich geh jetzt hier weg, scheiß auf die 25 Dollar, die ich verliere. Ich hole mir jetzt anderes Equipment oder so. Ja, geht doch nicht. Direkt am Rumragen hier. Erstmal ein Rage-Quit machen. Los, weg hier. Ist doch wahr. Die Scheiße hier. Was soll denn der Mist? Also wie gesagt, das Angebot steht noch, dass wir mit unseren Würmern spielen können. Ja, später. Erstmal hier, jetzt hier Inventar, nein, ab nach Hause. Ja, ich möchte gehen. Verlustreicher Tag. Sind Sie sicher? Ja, ich bin mir sicher. Scheiß aufs Geld. Geld hat jeder. Ja, komm, mach heile und frag nicht so doof. So, ab in den Laden. Direkt mal gucken hier. Haken. Zack. Ja, wo ist denn bloß der Haken an der Sache? 1-0er sind leider die größten, die ich kaufen kann. Ich hätte gerne größere, aber gut, kann man nicht ändern. Kann ich dir leider auch nicht schenken, sonst hätte ich das schon getan. Jo. Routen. Ich brauche die Teleskoprouten. Habe ich schon die beste, die ich kriegen kann, ohne Gold auszugeben, aber auch dafür habe ich nicht genug.
Angelschnüre. Ich glaube, ich auch schon die besten. Woran liegt's denn, verdammt? Alter, wie viele neue Angelschnüre sind denn hier? Ein Drunken Worm habe ich gerade gekriegt. Zweimal. Ist noch von, jetzt seine bessere Hälfte. Ist noch von letztem Mal. Dawn. Ich habe keine Ahnung, wo Dawn, die bleibt. Hat sie sich verlaufen? Moment. Die kommt sofort. Ah, so. So. Buddy joined your channel. Hi. Hallo, User. Jetzt auch einmal vorstellen, weil der Sean nimmt ja auf, ne? Jetzt sag doch auch an, wer gekommen ist, Sean, Mann. Zuschauer du. Fragen sich dann, what, wer ist denn das? Ja, das ist meine Freundin, die liebe Ophelia. Ist ja mal ein bisschen doof, meiner Freundin Hi zu sagen, wenn sie direkt neben mir sitzt. Verstehst du? Ja, aber das wissen die Leute doch nicht. Ja, deswegen sage ich es ja gerade. Richtig. So, und alles fit bei dir? Naja, ein bisschen erkältet. Oh, was soll's. Oh, kennt man. Bei mir kommt langsam auch der Heuschnupfen durch. Ist das herrlich. Bei mir ist er schon von Anfang an. Ja, dich hat's ja damit ein bisschen heftiger erwischt. Ich bin gegen alle Bäume. Alle Bäume allergisch. Kotzen. Das ist gut. Nicht. Wieso sind hier dreimal Angelschnüre Braid, ja? 0,15 Millimeter. Die kosten unterschiedlich viel. Guck mal nach der Länge, die da drauf ist. 1,50, 300, 500. Ah, cool. Dankeschön. Die gehen sogar teilweise bis 1000. Mono da geht bis 1000. Da frage ich mich auch, wer braucht 1000? Warum? Wofür? Um die Wale an Land zu ziehen, was sonst? Ich wahrscheinlich die U-Bahn. Hui, da ist noch einer. Lass ich den frei? Nee, mit 2,8 Kilo lasse ich den nicht frei. Den kriegt der Sean nicht. Meins? Ach, die kommen doch eh nicht zu mir. Was sagst du, Schatz? Ich hab meinen Fisch verpasst. Du hast den Fisch verpasst? Bei mir hat noch keiner angebissen heute. Oh, ich hab's kurz ausgeworfen. Mückenlarven, Heuschrecken, Grieskugeln. Lecker, lecker, lecker. Mm. Weiß gar nicht, wie Gries schmeckt. Nicht? Mag auch keinen Griesbrei oder so. Nee. Was? Nein, nein, nein. Mag ich einfach nicht. Nehmen wir jetzt noch ein paar Grieskugeln mit. Regenwürmer. Nehme ich jetzt auch mit. Ist mir egal. Schnittköder nehme ich auch mit. Was soll's. Oh, 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 oh. Da ist der nächste. So. Dann habe ich zumindest ein paar Köder gekauft. Welche Rasse? Bitte? Welche Rasse? Der Köter oder was? Ja. Ja, der Möterköter natürlich. 3,9 Kilo. Nehmen wir mit. So. Ne? Oh, jetzt bin ich bereit für Runde 2. Murich, keine Sorge, das werde ich nicht weitererzählen. Das bleibt jetzt unser kleines dreckiges Geheimnis. Mit wem verbündest du dich da jetzt schon wieder? Mit meinem Zuschauer. Aha. Ist immer auch nachzulesen, aber nein, ich sollte dir im Grunde nicht sagen, dass er auch einen nach dem anderen hier rauszieht. Ach, schön, schön, schön. Ja, schön für euch. Ja, schön. Freut mich ja. Freut mich für euch. Schön. Schön. Dieser leichte, aggressive Unterton dabei. Nein, 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 nein. Ich freue mich schon für euch. Boah, wie heißt der da unten im Chat unten links? Fistelknecht? Was zur Hölle? The fuck. So. Ich finde Nick super. Huch, da ist mir das Headset vom Kopf gerutscht. So, jetzt höre ich euch wieder. Zack.
Ich packe mir jetzt mal den Drunken Worm drauf. Einfach nur, weil ich kann. Da muss mir mal sagen. Ja, muss mir mal sagen, ob da irgendwas sich mit tut. Aber nicht, dass du die Fische dadurch auch noch besoffen machst, ne? Ist das nicht mein Ziel? Nein. Ich weiß nicht. Ich kenn deine Ziele nicht. Ich dachte, mit so einem Drunken Worm bin ich der Barkeeper der Fische. Ah, vielleicht. So einen schönen Wurmcocktail. Lecker. Oh. Irgendwo auf der Welt bestimmt auch eine Delikatesse. Hat sich da was bewegt? Nein. Ich bin so doof. Das weiß ich nicht. Ich habe bei OBS vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Ja, das macht Sinn. Das ist auch sehr von Vorteil, wenn man die Leute unterhalten möchte. Damn it. Ist uns alles schon allen passiert. Ja, ist mir vorhin auch passiert. Ich hatte vergessen, mein Mikro anzumachen und bin hier schon Monologe am Führen gewesen, ohne Ende. War gut. Wir sind alle nur Mensch und es gibt immer 50 Sachen, die man da vorbereiten muss, bevor man eigentlich loslegen kann. Ist normal, dass man mal was vergisst. Deswegen gibt es ja liebe, nette Zuschauer, die einen darauf hinweisen. Ach übrigens, wollte ich ja auch noch erzählt haben. Weißt du, was ich seit vorhin wieder schön in den Griff gekriegt habe? Was heißt wieder? Das erste Mal. Ich hatte links und rechts in meinen Streams immer die schwarzen Balken gehabt. Die habe ich jetzt weg. Da, habe ich ja auch gesagt, wie das geht. Nee, das hat nicht funktioniert. Gar nicht. Bei mir funktioniert es tadellos. Das war ein anderer Tipp, den ich mir aus dem Internet gezogen habe, der das dann super gelöst hat. Weil das ist mir gestern erst aufgefallen, weil ich mir selbst einmal kurz zugeguckt habe, um einfach nur mal die Qualität zu checken, ne? Und siehe da, ich hatte Balken. Ui. Und Balken sind echt beschissen. Ja, kenne ich. Oh, da hat er sich doch was bewegt. Ich habe schon was gefangen gehabt. Komm schon, du bist den leckeren, betrunkenen Wurm. Was für ein Wortwitz. Komm schon. Schön, habe ich noch nicht gehört. Ach ja, ist halt herrlich, wenn langsam mal Langeweile aufkommt bei dem Spiel. Ja. Ist hier nicht immer Langeweile? Nein, bei dem Spiel? Nein. Vielleicht für Frauen, ja. Weil Frauen, die können nicht so viel mit Angeln verbinden wie Männer. Bin ich jetzt eine Frau, oder was? Ja, also... Willst du das damit sagen? Männer gehen ja angeln, um von der Frau wegzukommen. Ja, natürlich. Also dieses Spiel, das ist ja... Ich will ja ehrlich sein, es ist jetzt nicht gerade mein Traumspiel. Ich habe das ja auch mehr oder weniger nur angefangen, weil du gesagt hast, ach komm, probier mal aus. Und ich dachte, okay. Und just for fun. Und naja, bin jetzt hier so ein bisschen hängen geblieben. Also einfach eine schöne Vorlage, um einfach mal ein bisschen zu quatschen und nebenbei was zu machen. Aber es ist jetzt nicht richtig, so, als würde ich hier voller Freude sitzen und sagen, ja, ich habe einen Fisch gefangen. Hui, komm raus, du Fisch. Oh, von daher kann ich meine Freundin schon verstehen, wenn sie sagt, dass das langweilig ist. Ich wenn du nicht gute Mucke hast, dann ist es ja nicht so langweilig. Oder wenn du einen Fisch nach dem anderen rausziehst. Ja! Permanent tote Hose hast. Fenster ein. Komm schon. Nicht nur Interesse zeigen, anbeißen! Der hat Lampenfieber, der Fisch. Genau. Die natzen mich hier heute. Nicht nur die Fische. Und warum weißt du ja, ne? Weil sie es können. Wenn meine Zuschauer oder seine jetzt sehen könnten, was für Gesichter er macht. Ich könnte ja Facegame anmachen, aber nee. Nein. Da müsste ich mich ja erst wieder mit, müsste ich mich ja erstmal schick machen und so. Bist du schon schick? Ich könnte auch eine Facecam anmachen. Ich bin immer schick. Ah, ich habe ja heute auch schon mit Facecam gestreamt, so ist das ja nicht. Hatte ich am Rande mitbekommen. The Long Dark, ne? Yo! Könnt ihr auch gerne auf YouTube nachschauen. Habe ich jetzt aber eingestampft, das Projekt vorläufig.
Weil. Warte, du gestorben bist? Wurdest du vom Wolf zerfleischt? Ja. Sagen wir es mal so. Obwohl, nicht spoilern, soll man sich ja angucken. Ja, besser ist das. Moment, ich, also dieser Regenwurm, die gucken, aber das war's. Also, diesem Drunken Worm. Die finden den interessant, der funkelt so schön grün und die stupsen den mal an, aber das war's. Ja. So. Klingt halt komisch, ne? Hat mir da jemand was in den Wurm getan? Ist ja nicht mein Problem. Man muss ja auch mal was Neues ausprobieren. Wie läuft's bei dir, Schatz? Tote Hose. Tote Hose, ja, bei mir auch. Oh, der Zuppelt. Ja. Ach, der wollte auch nur mal anstoßen. Ja, aber Zuschauern ruckelt. Nein. Ja, wenn es bei den Zuschauern ruckelt, ist das auch ganz einfach zu erklären. Twitch. Ist dran schuld. Erstmal Twitch und ein ganz großer deutscher YouTuber ist ja unterwegs gerade wieder. Ach, der schon wieder. Und dass der halt mehr Bandbreite kriegt, ist ja logisch. Leute, wenn er das Ruckeln weghaben wollt, macht uns groß. So sieht's aus. Der Kirby meint, dass bei ihm am Internet liegt. Ups, Maus. Das kann natürlich auch sein, klar. Ach ja. Wäre schon traumhaft, wenn man irgendwann mal tatsächlich so viele Zuschauer hat, dass man Twitch-Partner wird und man vernünftig streamen kann. Richtig, damit steigt dann natürlich auch für YouTube die Qualität. Ein Trophäenwelt mit 5,7 Kilo. Genau. Wenn man wieder ein bisschen Zeit vorspulen, der Crasher ist ja wieder voll. Mist. Mahlzeit! Alle hopp. Ja, da kam das Mittagessen nochmal Hallo sagen. Gab's ein gutes, dass es dann nochmal Fötchen gibt. Nudeln mit Pesto. Oh, das gibt aber ganz böses Aufstoßen. Das schmeckt nicht zweimal. Nee. Also momentan ist noch alles gut. So. Hallo, ich hab neben mir so Haferflockenmüsli mit zu viel Marmelade neben mir stehen. Und ich sag noch, Schatz, bist du sicher, dass du so viel brauchst? Naja, zwei Gläser müssen auf eine Schüssel. Das war noch nicht mal ein Glas. Was war das? Das war noch nicht mal ein ganzes Glas voll. Du weißt was! Du weißt was! Jetzt habt ihr denselben dran. Und zieht gegeneinander. Oder eure Haken ab. Das finde ich auch lustig. Wahrscheinlich. Oh, blauer Sonnenbarsch. Ja, merkst du was? Den behalte ich auch nur, weil der erste Tank. Ne? Mit dem blauen Würmern hast du jetzt einen blauen Sonnenbarsch. Oh Gott. Ja, die Qualität der Witze nimmt ab. Und was hab ich? Karhecht mit 1,07 Kilo. Auch haben will. Nee. Sauerei. Oxytox, Hallöchen. Achso, GZ, Gritz, Glückwunsch. Keine Ahnung, was heißt GZ eigentlich? Ich weiß nur, dass es so viel wie Glückwunsch heißt. Aber was ist die genaue... Wortkombination? Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich, nee, ich weiß auch nicht. Danke auf jeden Fall, Oxytox, danke. Ich verquatsche mich hier schon wieder. Bin dann richtig. Jetzt zieht meine Freundin direkt den Karlecht raus und ich krieg hier so einen kleinen, keine Ahnung, kleinen Mini-Fisch fürs Aquarium. Ist auch was Schönes. Deine Freundin sorgt fürs Essen und du schmückst die Wohnung. Genau. Wollt ihr, dass ich gehe? Von mir schon wisst wieder was. Ei, Karamba. Ich bin gerade am Auto fahren. Kratz. Was, bist du gerade am Auto fahren? Ja, ich spiele am Handy. Okay. Alter, der Kampf. Nein, du kommst zu mir. Du willst oder nicht?
Alter, der zieht. Wie frustrierend das hier ist. Alter. Alter, Alter, Alter. Musik ist aus. Musik ist wieder da. Alter. So, ich versuch's mal mit einem anderen. Ich versuch's mal mit den Grießkugeln. Was soll's? Mehr als versuchen kann ich's eh nicht. Mit fast meinem ganzen. Alter, der hat meine ganze Schnur. Ah. Abgezogen, scheiße. Der Fisch ist entkommen. Nein. Und die Rute ist im Arsch. Nein, aber fast. Ich hol jetzt. Ach, du hast doch schon noch ein bisschen Geld, oder? Ja, glaube ich. Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr auf 27 Meter? War das echt dieses kleine Quäntchen, was da gefehlt hat? Mit diesem doofen Ball? Wahrscheinlich. Ach ja, ach ja. Ich bräuchte echt irgendeine Nebenbeschäftigung hier. Keine Ahnung, nicht vorhanden das Geld zählen oder so. Ja, das ist super. Ich könnte ja einfach meine Augen schließen und mein nicht vorhandenes Geld zählen im Geiste. Ja, aber dann hast du dein Biss dann verpasst. Toll. Ja, das ist das Problem. Zum Glück habe ich Spiel auf. Hier beißt ja eh nichts, also was soll's. Hallo, bei mir ist gerade ein Fisch entkommen. Wie gesagt, ist ein bisschen Action. Der nächste. Der nächste, Schatz, der nächste. Den kriegst du wieder. Bestimmt die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Lol. Boah, war das Debris. So, diese Grießkugeln, die bringen irgendwie auch nix. Habe ich das Gefühl? Nein! Nein, mein Auto. Unter diesen Scheißberg hoch. Nein. Oh, ja, komm her, du Drecksack. Komm her. Das ist ein ziemlich kleiner Fisch. Richtig. Kanalwels unter 2 Kilo. Den lasse ich wieder ins Wasser plumpsen. Könnt ihr haben. Ach, du kannst euch drum kloppen. Nee, danke. Dann nicht. Da meint man es einmal gut. Mhm. Ich hab ein Karlhecht in meiner Tasche. Oh, was? Du hast ein Karlhecht in deiner Tasche? Ja, immer. Warum nicht? Jeder hat so seinen Fetisch, ne? Das ist ärgerlich, Morich, wenn du nicht mal Zeit hast, dir einen Kaffee zu holen, weil die Fische so gut beißen. Ärgerlich. Was benutzt du für einen Köder? Was für eine Angel? Was für eine Schnur? Warum beißt bei mir nichts? Ich habe eine 15er geflochten drauf, mit einem 3-0er Haken, mit 1-0er beißt bei mir auch wie scheiße und einen kleinen Schnittköder auf 2,30 Meter Tiefe. Uhrzeit 10 Uhr. Jetzt weißt du Bescheid. Ich mach jetzt einen Schnittköder wieder drauf, auch wenn der am letzten Tag nichts gebracht hat. Vielleicht bringt der ja heute was. Ah, sollte doch bestimmen. Hätte ich jetzt eine Webcam an, würde ich es auf mein Handy zentrieren. Mal ein Spiel in einem Spiel. Hallo? Oh, bin gestorben. Oh, beißt wieder was an? Das war richtig. Starch. Boah, das läuft ja hier wieder, du. Mann, 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 Mann. Komm her, du Fisch. Ich will dich haben. Ich glaube, wir sagen das in jedem Fishing Planet Stream, aber was soll's, wir können es ja gerne nochmal wiederholen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, haut sie gerne raus. Oder wenn ihr Fragen habt, die wir wahrscheinlich nicht beantworten können, weil wir das Spiel auch nicht so gut kennen, aber haut sie raus. Wir sagen, was uns dazu einfällt. Wir können auch gerne das Spiel wechseln. Oh, das ist schon wieder ein Karte. Oh, da hab ich auch. Könnte man auch, aber wie lange spielst du das denn jetzt? Ich? Ja. Das ist schon das dritte oder vierte Mal, dass du das vorschlägst. Deswegen wundere ich mich, ob du da überhaupt gerade Bock drauf hast.
wir hatten ja auch eigentlich abgesprochen, dass wir nicht angeln. Deswegen. Was? Wir wollten ja ursprünglich was anderes spielen. Was? Blitherio wollten wir ja. Ja, ist also richtig. Und dann kam Gronkh online und dann dachte ich mir, Fishing Planet wäre eine bessere Idee. Oh, ich hab ja mal eben wieder ein Trophy rausgezogen. Schade. 5,3 Kilo. Was denn hier? Schade. Ja, war schon mal dicker. Aber so wie die Fische momentan hier beißen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann gleich mal sagen werde, oh, lass lieber Slither spielen. Hab ich schon gedacht. Ein bisschen will ich noch. So schnell gebe ich auch nie auf. Da wäre ich so gerade mal dabei bei Slither, ja. Muss ich so ins Gesicht zu ziehen, ja? Ich mach mit. Cool. Und da grinst er. Ich bin auch schon die ganze Zeit hier noch nebenher am Goggeln. Am Goggeln. Ja, für mein nächstes Streaming-Projekt, da muss ich halt noch ein bisschen mich erkundigen, rechtliche Grundlagen etc. Das, was du mir nicht erzählen wolltest? Richtig. Nicht so einfach, die Informationen zu kriegen, die ich suche. Ich könnte ja helfen. Na, dann schreibe ich es dir. Ich schreib's dir, weil ich möchte es halt nicht offen nennen. Da beißt was! Da beißt was! Oh mein Gott. Komm zu Papa! Komm zu Papa! Komm her! Jetzt komm her! Hilfe? Komm schon! Ja, so ist richtig. Ah, endlich. Ein Kilo Kanalwelt. Ich hab's dir geschrieben. Jo, cool. Und die Frage dahinter auch direkt. Aber ich würde dich auch darum bitten, das jetzt nicht unbedingt live zu besprechen. Entweder geschrieben oder später. Jo, ich guck später nach. Und ich habe wieder tote Hose. Nee. Vielleicht kriege ich ja heute den... Wieso vergesse ich mal, wie das Teil heißt? Das Fischnetz-Dings da, Booms da. Hä? Die Fischtasche hier. Kescher. Ja, der Kescher. Vielleicht kriege ich den ja heute doch noch voll. Ja, drunter sollte man ja auch nicht abhauen, ne? Tote Hose. Ja, bei mir auch gerade wieder. Ja, du hast immer tote Hose. Ba-ba-ba-ba. Jetzt red dich da mal wieder raus. Das brauche ich nicht. Da stehe ich drüber. Der steht da drüber, oder? Auch das. Schatz, das sieht bei dir so aus, als wäre das Bild stehen geblieben. Macht aber nichts, bei mir sieht's genauso aus. Nein, mein Bild noch nicht. Deswegen habe ich auch immer Musik im Hintergrund. Daran merkt man nämlich, dass der Stream doch nicht stehen geblieben ist. Ja, stimmt wohl. Aber ich habe ja auch Musik laufen. Aber das Bild kann sich ja auch aufhängen, aber der Ton läuft weiter. Das sind so die Sachen, womit sich ein Streamer rumschlagen muss. Eines der wenigen, ja. Ja, eines, ja, wirklich eines der wenigen. Und ich glaube, das ist sogar noch eines der unproblematischsten Probleme. Auch richtig. Wir schon alles für Probleme hatten, das ist ja mal nicht schön gewesen. Ja, allein die Geschichte hier mit den schwarzen... Vielen Dank! Schön, dass du zu uns gefunden hast. Hallöchen. Hi. So, was wolltest du sagen schon? Keine Ahnung, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Ja, das war da irgendwas, das Problem mit... Allein das Problem mit den schwarzen Balken ist ja immer mal wieder hier top aktuell. Ich hatte da, habe ich bemerkt, letztens im Stream auch mal schwarze Balken, ohne dass es mir einer gesagt hat, leider. Habe ich erst hinterher gesehen. Ärgerlich. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt in den Griff gekriegt habe und den Fehler gefunden habe. Aber da wäre ich alleine auch nicht drauf gekommen, auf den Fehler, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da gibt es manchmal so viel zu beachten in diesem Programm. Vor allen Dingen, das bringt uns ja auch keiner bei. Das muss man sich alles selbst beibringen. Ich meine, da Richtig. guckst du dir zwar irgendwelche Ja, ich mir dann Anleitungsvideos an und dann machst du das eins zu eins nach und irgendwie funktioniert es überhaupt nicht. Das funktioniert nie, was in den Anleitungsvideos steht, weil die setzen auch einfach Dinge voraus, Ja, die die man überspringen wissen einfach sollte, gerne ein paar aber Schritte. nicht, ja. Ja. So in der Art. Schritt 1, geh Aber erstmal es in kann auch diesen. sein. Schritt 1, geh erstmal in den und den Ordner, ja? Den überspringen die einfach mal und sagen so, Geh mal und näher ans holt. Mikro, du hallst. Ich halle gar nicht. So ist besser. Mirsch, mirsch. Ist halt komisch, wenn du von zwei Mikros gleichzeitig aufgenommen wirst. Speckt nicht sonderlich gut so ein Mikro. Also ich würde auch so ein Mikro nicht rumkauen, das schmeckt nicht so gut. Also Lebensweisheiten von Hans im Schorn. Nicht auf dem Mikro rumkauen. Oh, ja. Ich habe gerade einen Twitch-Kanal-Wels gefangen. Habe ich das? Das tangiert dich nur peripher, habe ich das Gefühl. Mich? Ja. Ja, schon ziemlich. Ja, dafür bin ich berühmt. Ich bin gnadenlos ehrlich. So sollte es sein. Ich sterb gleich. Hier beißt Ach wieder jo. Nix, hier beißt wieder nix, hier beißt wieder nix, hier beißt wieder Also, nix. mal ganz ehrlich, würde jetzt kein Metal im Hintergrund laufen, wäre ich schon eingeschlafen. Das ist furchtbar, ne? Wow, da ist was! Ja, und zack, Adrenalin schub jetzt wieder, ne? Bis zum geht nicht mehr und jetzt beißen sie bei dir. Schön wär's. Das ist mit Sicherheit nur wieder der eine und dann habe ich hier wieder 5 Minuten nix. Der Köder wurde gefressen. Nein, das stimmt nicht. Alles gut. 0,686. Ach, verdammt. Hier Der sind Köder wurde nicht gefressen. Natürlich wurde er gefressen. 3-4 Kilo-Ding will ich haben. Ah, Oh, Leop. Was siehst du? Jetzt kommt der junge Kanalwels von vorhin zu dir. Nein, deiner war 1,8 groß. Ja, ich hatte ja mehr als einen schon reingeschmissen. Nein. Ja, ich hab so tote Hose. Kenn ich, Schatz, kenn ich, kenn ich. Willst nicht wissen. Bis? Ja. Männer werden nicht vernünftiger. Nee. Oh, schon was. Sie werden höchstens weiser und wissen, wann sie was sagen können und wann nicht. Das Problem ist, ich werde nicht mal weiser, ich werde nur weißer. Das auch. Oh, lol, schon wieder ein Karl heißt. Im Alter ist man einfach mit Perwoll gewaschen. Ja, aber dass Perwoll so viel Farbe aus den Haaren zieht, hätte ich nicht gedacht. Weiß, weißer als weiß. Ja, absolut. Absolut rein. Nein, so schlimm ist ja noch nicht, Gott sei Dank. Ja, ich hatte die Auswahl sozusagen mit den familiären Veranlagungen. Die Seite meines Vaters ist ziemlich glatzköpfig. Seite meiner Mutter gar nicht. Aber dafür werden die alle sehr früh grau. Ja, ich habe mich spontan für die Seite meiner Mutter entschieden. Ja, das hätte ich auch. Du wirst ja schon langsam grau, Schatz. Lieber graue Haare als gar keine. Richtig, das sage ich auch immer. Ich werde Habe ich geil. damals meinem Lieber Vorarbeiter auch graue Haare, gesagt. Schatz. Lieber graue Haare. Echt. Ja, genau, so wir schön können an der Seite überfärben. wie so ein Streifen. Bin halt ein Backenhörnchen. Ein Backenhörnchen. Vielleicht bist du das wirklich? Who knows? Da habe ich auch schon von meiner Schwiegermutter ein schönes Kompliment gekriegt. Das Grau in deinen Haaren betont schon ziemlich deine schönen blauen Augen. Fand ich super. Ja, Von Schwiegermutter. Ja. Sicher, dass das ein Kompliment war? Ja, definitiv. Hast du auch gerade gedacht. Definitiv.
Was? Du hast heute Level 19 erreicht und 5 einzigartige gefangen? Ja, dann würde ich sagen, lief gut bei dir. Ich Sauerei. Sauerei? Hm? Ich kann's nicht. Erinner nochmal die Schnurrtiefe. Jetzt wisst ihr auch, warum bei euch nichts mehr beißt, ne? Ja, alles schon leer gefischt. Ich hab grad eben Karlhecht gefangen. Ja. Nee, hört eben zu. Ich hab's gesehen, Schatz. Hä? Ich hab's gesehen. Sitzt ja auch neben mir. Und ich hab's ja sogar vorgelesen, was unten stand. Siehste? Ja. Oh. Ist alles zu sehen beim Sean hinterher auf seinem YouTube-Kanal. Und auf meinem. Und auf deinem, siehste? Oh. Mein Fanboy ist traurig. Mit den Sauereien machst du später, das finde ich gut. Was sein Stream. Mein Stream bei ihm nicht läuft. Keine Ahnung warum. Soll er einen anderen Browser versuchen. Und am besten keine Bambusleitung nutzen. Oder am besten gucken, wenn Gronkh nicht mehr streamt. Really, das ist ja wirklich ärgerlich, wenn du so einen dicken rausziehst und dein Kescher zu klein ist. Kenn ich das Problem. Das könnte man auch anders verstehen. Ja, ich weiß. Schön. So falsch. Steckst du einfach nicht drin. Kannst du drehen und wenden, wie du willst, und es bleibt immer noch Schnitzel. Das... Was redet der? Aber ihr wisst ja auch, ne? Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Den habe ich kommen sehen. Kannte ich nicht, aber habe ich kommen sehen. Ja, siehste. Ja, siehste. So gut kann er ja nicht sein. Da kommen die alten Flachwitze wieder raus. Ist mir jetzt egal hier. Feierabend. Feierabend mit Angeln. Ja, mein Catcher ist auch gerade voll geworden. Das trifft sich sehr gut. Wir können gerne slithern. Yo. Nach einer kleinen 10-minütigen Pause am besten. Ich müsste mal aufs WC. Hätte... Boah, ich muss auch pissen wie ein Berserker, du. So, und damit haben wir jetzt das Niveau komplett zerstört. Welches Niveau? Ich bin doch mal zu meinem Kram. So, ich habe heute hier Verlustgeschäft gemacht, weil... Ich nicht. Ich schon, weil die Fische einfach nicht beißen wollten, trotz der üblichen Angeltechnik. Keine Ahnung warum. Wir sind gleich wieder da mit Slither.io oder Slither.io oder Slither.io oder wie auch immer man es aussprechen mag. Kriechen. Sagen wir einfach auf Deutsch, kriechen. Wurmfutter. Wurmfutter und so. Wir futtern andere Würmer auf und sind selbst ein Wurm und werden aber immer dicker und länger und so. Ja, also kurzum, wir drei spielen jetzt gleich mit unseren Würmern. Ihr spielt eure Würmern, ich spiele mit einem Regenwurm. Das hört sich auch noch verkehrt an. Naja, egal, jetzt reden wir uns nicht um Kopf und Kragen. Würde ich sagen, bis gleich. Ich hoffe, circa 10 Minuten sind wir zurück. Bis gleich. Und danke an die lieben Zuschauer von YouTube. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht so viel reden. Ja, ich weiß. Sorry. Tschüss.